So, ich glaube, hier durch kann man jetzt schon. In normalen Dark Souls 2 kann man hier, glaube ich, gar nicht vorher durch. Aber ich glaube, in Scholar bekommt man den Schlüssel dafür schon. Die Dinger springen auf, wenn sie explodieren. Die machen echt viel Schaden. Aber man one-handed die mit fast jeder Waffe. Deswegen lieber einfach hinsprinten und die einmal schlagen. Bevor das passiert. So, und hierfür müsste ich jetzt den Schlüssel haben. Richtig. Ah, dann bekommt man den hier in Scholar schon vorher. Im normalen Dark Souls 2 bekommt man den erst viel, viel später. Hallo. Hey, Vsauce, Michael here. Lol. Aua. So, ich glaube, hier gibt es einen Scholar Gegner. Hier gibt es im normalen Dark Souls 2 keine Gegner. Ja, ich sehe sie. Diese Ninjas aus der Niemandswerft sind hier. So, dafür ist das jetzt beleuchtet. Ich glaube, das ist nur einer. Yeah. Was hier? Ah, ein Seelengefäß. Ein Seelengefäß? Oh, wir haben schon zwei. Damit kann man seine Stats respecken. Das sollten wir später einmal machen, um die ganzen Quests, wo man bestimmt viel Intelligenz oder Wille braucht, machen zu können. Da gibt es einige NPCs, die reden nur mit dir, wenn du bestimmt viel Intelligenz oder Wille hast. Und das müssen wir dann einmal machen. So, man kann, wenn man diesen Weg geht, den ich gerade lang gehe, einen Boss skippen. Den kann man komplett überspringen. Asketenleuchtfeuer. Damit kann man einen Bonfire auf New Game Plus machen. Also damit kann man dann einfach einen einzigen Ort auf New Game Plus machen, von einem Bonfire bis zum nächsten. Das heißt, wenn man das an einem Bonfire vor einem Boss macht, wird auch der Boss auf New Game Plus. Okay, ich gehe jetzt zurück. Um diesen Ort hier kümmere ich mich später. Ich level jetzt ab und dann besiegen wir den Boss. Kondition auf 20. Oh, ich muss nachgucken, ob der Boss Teil auf meiner Liste ist. Nee. Okay, den Boss dürfen wir im Eid machen. Na dann, let's go. Ich weiß gar nicht mehr, wogegen der schwach war. Er sieht aus, als wäre er gegen Blitz schwach. Also, ich konnte mich erinnern, dass er schwach gegen Magie ist. Und ich habe mir gedacht, so wie seine Rüstung aussieht und so wie das Spiel normalerweise funktioniert, sollte er schwach gegen Blitz sein. Das ist beides richtig, aber was ich nicht dachte, ist, dass er auch schwach gegen Feuer ist. So, zu diesem Boss kommt man tatsächlich hier nur, wenn man ein Duftzweig hat. Wow. Danke, Bro. Das Gebiet ist immer schwierig. Es ist nie leicht, egal was man für ein Bild hat. Obwohl, ich glaube, Fernkämpfer haben es hier leicht. Also Hexer oder Zauberer oder sogar Wunderbilds. Also Kleriker. Ey, ohne Schaden. Nicht schlecht. Wow. So, diese Gegner aus irgendeinem Grund, egal in welchem Dark Souls 2, egal ob Scholar oder normal, drehen sie sich immer um und laufen vor dir weg, wenn du die Tür aufmachst. Dann, was tun wir drauf? Entweder Blitz oder Magie. Ich glaube, lass mal Magie nehmen. Weil wir Magie so viel haben und Blitz so wenig. Jo, was geht? Das ist auch ein sehr schwieriger Boss ohne Schild. Ich darf hier nicht runterrollen. Ich muss auf diesem Ding bleiben, sonst startet der Bossfight zu dritt. Solange ich hier oben bleibe, ist der Bossfight 1 gegen 1 und danach 1 gegen 2. Wenn ich hier runterspringe, ist der Bossfight auf einmal 1 gegen 3. Okay, jetzt ist der Bossfight immer 1 gegen 3. Ja! Wo ist der dritte? Ah, da ist er. Hier bringt es mehr, wenn man ohne anzulocken kämpfen kann. Also am besten ist es, wenn sie ihre Schilder loswerden. Die können die Schilder nach dir werfen, wenn du weit genug weg bist. Das ist immer das Beste. Weil dann können die nicht mehr so blocken. Also, wenn man schafft, so wie ich gerade zu kämpfen, ohne anzulocken, dann sind die sehr, sehr, sehr viel einfacher. Immer noch schwer, aber sehr viel einfacher. Und man muss Geduld haben. Oh Gott, das kann man nicht ausweichen. Da hatte ich Glück, dass ich in die richtige Richtung ausgewichen bin, weil das kann man weder ausweichen noch blocken, diese Attacke. Oh, das war Glück. Das war Glück, dass ich den da gerade gestunt habe. Ich hätte fast nur Hit geschafft. Fast nur Damage.
Nice. Schnell Ringswap. Schaffe ich Ringswap? Ja. Yeah. Das war viel einfacher, als ich dachte. Ich habe einen einzigen Hit kassiert, sonst nichts. Das lief echt gut. Das lief richtig, richtig gut. Das war, glaube ich, also gegen den Bossfight habe ich normalerweise auch ohne Challenge Run echt Probleme. Aber hier in New Game Plus mit den Boxhandschuhen, das lief gut. Nicer Sprung. Hier ist noch eine Kiste oder ein Gegner. Da muss man aufpassen, weil der Gegner kann, glaube ich, nicht, aber man selber kann die Kiste zerstören, während man den Gegner angreift. Und hier immer durchsprinten durch das Gebiet, weil da ist einer, der explodiert. Hier drin. So. Geschafft. So, von deren Seele bekommt man, glaube ich, deren Hammer, oder? Was bekommt man von deren Seele? Oh nein, man bekommt einen sehr schlechten Zauber. Nee, das ist absolut Trash-Zauber. Dämonen-Großhammer. Ich glaube, das ist die stärkste Waffe im Spiel. Also die stärkste, nicht die beste, aber die stärkste. Yo, 300 Damage, man braucht 50 Stärke und man kann sie theoretisch mit ein bisschen Glück von Anfang an haben. Man braucht theoretisch sogar nur 25 Stärke, um die zu nutzen. Aber ja, aus dieser Seele hier bekommt man nichts außer einen sehr, sehr schlechten Zauber. Also den kann man eigentlich immer benutzen, außer man sammelt alle Zauber. Und ich glaube, ich muss sogar alle Zauber sammeln, deswegen war das dumm, den zu benutzen. Weil ich wollte ja alle Achievements machen. Aber ich kann ja einfach in New Game Plus gehen und den holen, oder? Leben auf 20. Und jetzt bin ich erstmal bedient und kann ein bisschen auf Damage gehen. Okay, dann gehe ich nicht auf Geschickt, sondern auf Stärke, weil das A mit Stärke skaliert. Komm, wir machen die Gargoyles. Warte, können wir die da Gargoyles machen? Oh, wir können die Gargoyles gar nicht machen. Ja, scheiße. Oh. Ah, aber der hier spawnt. Den können wir machen. Also irgendwie ist er einfach geworden jetzt beim dritten Mal. Ich sollte mir mal angucken, gegen was der schwach ist. Ich glaube nicht gegen Dunkel. Ich glaube, er ist resistent gegen Dunkel, weil er selber dunkel ist. Bestimmt dann gegen Blitz schwach. Er ist bestimmt gegen Blitz schwach. Magie, bestimmt auch Magie. So, ich habe ihn gerade geschafft ohne Hit. Also es ist doch mein drittes Mal, dass ich ihn bekämpfe, aber trotzdem, ohne Hit. Ich wurde nicht einmal getroffen. So, ich sag mal so, ich sag's von Anfang an. Die meisten Waffen für die Fäuste sind scheiße, außer zwei Stück. Nämlich einmal die Kestes, die wir haben. Und eine DLC-Waffe. Das heißt, wir müssen einmal ins DLC gucken. Das sind die einzigen beiden Faustwaffen, die okay sind. Die ganzen Krallen und Klauen und sowas, die sind alle Trash. Außer man macht ein Blutbild, aber Blutbilds an sich sind schon Trash. So, wir spielen noch ein bisschen weiter. Es gibt noch ein paar Bonfeuer, die man holen kann. Aber den Boss mache ich nicht mehr heute in der Aufnahme. Ich habe einen Festungsschlüssel bekommen. Ich weiß nicht, wofür der ist. So. Krass. Das sehe ich zum ersten Mal oder zweiten Mal oder so, weil das kann man nicht sehen, wenn man die Gargoyles vorher getötet hat. Weil dann sind die ja tot, dann können die ja nicht rumfliegen. Und normalerweise töte ich immer die Gargoyles vorher, bevor ich das mache. So, wenn man hier hinter das Gitter guckt, da ist dieser Fahrstuhl, bei dem wir waren, bevor wir den Boss besiegt haben. Auch hier oben ist, glaube ich, nochmal der Verfolger. Nein. Dafür ist der Festungsschlüssel. Was kriege ich denn hier für ein Item? Fossiler Drachenknochen und Feuerbombe. Hier gibt es einen Bonfire und einen netten Herrn. Bei dem kann man ein paar Ringe kaufen. Hier kann man Boss-Seelen dann eintraden für Waffen und so. Ja, den bräuchte ich eigentlich, aber jetzt habe ich die Seele verbraucht, egal. Hier sind Waffenrüstungen. Also die Bosswaffen sind meistens sehr, sehr schlecht, außer ein paar ganz wenige. Bringen wir noch den Verfolger um und dann beende ich die Aufnahmesession. Und ihr versteht schon, ja? Ich habe den Verfolger in dieser einen Aufnahmesession jetzt schon dreimal bekämpft. In der davor habe ich ihn einmal bekämpft und in der davor habe ich ihn auch einmal bekämpft. Und das ist nur wegen Scholar. In normalen Dark Souls 2 sieht man den zweimal. Und hier sehe ich den jetzt schon zum vierten Mal oder so. Oder fünften. Vierten.
weiß nicht, schwach gegen Blitz. Naja, komm, benutze ich nix. So, das Schwierige ist hier einfach nicht runterzufallen. Oh nein. Blitzendes Titanit. Schon wieder. Genau. Ich laufe noch bis zum nächsten Bonfire und dann, wenn ich... Oh, nein, warte, wir haben ein Item vergessen. Hier. Wenn man hier rüber springt, kriegt man, glaube ich, zwei Items sogar. Ah. Wenn man diesen Hebel drückt und die ganzen Gegner oben nicht getötet hat, dann rennen die jetzt zu einem runter, alle gleichzeitig. Den nächsten Boss, der ein relativ schwerer Boss ist, den ich sehr gerne im Eid gemacht hätte, weil das so eine gute Challenge gewesen wäre, müssen wir leider für Lucatiels Quest ohne Eid machen. Das tut voll weh, weil dieser Boss wäre echt gut gewesen für die Challenge. Also wirklich. Das sehe ich auch voll selten. Normalerweise habe ich die Gargoyles immer tot. Also den Eid muss ich verlassen für die nächste Aufnahmesession schon mal, dass ich das nicht vergesse. Ja, aber dann würde ich sagen, was ist das mit der Aufnahmesession? Ich hoffe, ich bekomme aus den mehr als 2 Stunden, die ich jetzt aufgenommen habe, 2 Videos raus. Ich muss das jetzt schneiden. Ich habe Zeitdruck, weil ich in Urlaub fahre. Ja, würde ich sagen, bis dahin. Ciao. Leute.